Sind Sie als Führungskraft haftbar, wenn Ihre Mitarbeitenden die Regeln brechen? Haben Mitarbeitende schon in der Probezeit einen Urlaubsanspruch? Wem gegenüber sind Sie weisungsbefugt? Müssen Sie den Betriebsrat einbeziehen? Wer in Ihrem Team hat Anspruch auf Teilzeit? Reicht es, Ihre Mitarbeiter mündlich abzumahnen? Welche Kündigungsfristen gelten? Wie lange müssen Mitarbeitenden sind Dienstreisen Arbeitszeit? Sind Sie als Führungskraft, was tun Sie? Zählen Sie als Führungskraft zu den sogenannten leitenden Angestellten? Sie wollen schnell eine Antwort auf all diese Fragen? Ich gebe sie Ihnen. In 5 kompakten Lektionen im neuen Kurs Die Grundlagen des Arbeitsrechts der Zeitakademie.